der Tentipi Eltfell Pro im Tentipi Zircon 7. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Ich sitze hier heute in meinem Tentipi Zircon 7. Es schneit wie doof draußen und ich habe beschlossen, hier den Eltfell heute reinzustellen. Ein schöner Ofen von Tentipi, der auch ordentlich Leistung bringt und glatt für morgen haben wir minus 12 Grad angekündigt. Ich denke, da ist er genau die richtige Leistungsklasse, um hier das Tentipi mal so richtig anzufeuern. Ihr seht, der Schnee drückt von außen noch.
Uns fehlt hier so ein bisschen an Raumvolumen noch, vor allem hier Licht. Wenn wir ein bisschen der Schnee runterrutschen lassen, dann wird es heller. Ja, ich habe jetzt den TenTV Eltfell hier reingebaut und ich denke, das Wichtigste daran ist, dass ich mir einfach angucke, dass das Hitzeschutzrohr oben ordentlich angebracht ist, dass der Ofen nirgends anstehen kann und ich brauche eine Verlängerung. Sprich, wenn ich den TenTV Eltfell Ofen in einem Saphir 5 Zirkon 5 verwendet, dann kann ich ihn so verwenden, wie er aus der Kiste rauskommt. Wenn ich ihn in einem TenTP Größe 7 verwenden will, dann brauche ich eine Ofenrohrverlängerung, dass sich das oben gut aufgeht. Beim 9er brauche ich zwei Verlängerungen und beim 15er dann drei Verlängerungen, aber das sei mir dahingestellt. Hier beim TenTP 7 brauche ich zusammen mit dem Ofen eine Verlängerung. Und dann passt oben alles wunderbar. Ja, genießt die Wärme, die der Ofen jetzt so langsam abgibt. Ich werde hier noch ein bisschen nachlegen. Ich habe jetzt ziemlich viel Schnee hier reingeschleift. Und das soll jetzt alles wieder trocknen hier, dass es dann nachher auch schön gemütlich ist. Halbe Stunde angefeuert mit vier Klötze Holz habe ich jetzt mal das Thermometer ausgepackt mit dem Messfühler und einfach in verschiedene Lage mal gemessen. Also während ich so in diesem Sitzbereich hier von der Strahlungswärme mal abgesehen, komme ich auf eine Lufttemperatur tatsächlich schon mal von 23 und 27 Grad. Das hängt so ein bisschen davon ab, wo ich den Thermometer hinhebe. Wenn ich ihn hochstreck auf Kopfhöhe, also wenn ich aufstehe, dann habe ich den Kopf tatsächlich schon bei 33, 34, 35 Grad. Allerdings, wenn ich dann hier wieder die Bodentemperatur misse, dann fällt die doch rasch wieder noch Richtung Außentemperatur. Das ändert sich dann aber, wenn der Ofen einfach mal eine Weile an war und er auch geschafft hat, diesen Boden etwas anzutrocknen und aufzuwärmen, dann wird also quasi auch vom Boden her, wird es relativ angenehm wäre. So lange haben wir jetzt noch ein schönes Temperaturgefälle von oben nach unten. Ich denke, das ist auch beim Zeltofen nicht anders zu erwarten. Kann eigentlich hier schon die Mütze
und die Jacke raus tun. Also es sind schöne Pullovertemperaturen, während draußen der Wind, der Schnee vor sich hin treibt. Von daher denke ich, haben wir jetzt auch für diese kalte Temperatur mit dem silbernen Tipi und dem Eltfellofen, Feldbett hier drin, haben wir ein schönes Ambiente, um sich hier dann aufzuhalten, aufzuwärmen und einfach ein bisschen Leben und Geborgenheit zu spüren in dem Tipi. Mittlerweile, der Schneefall hat nachgelassen, aber es wird kälter, es wird dunkel draußen. Ihr seht hier, mit einer einfachen kleinen Lampe ist das Tentipi doch schnell auch gut erleuchtet. Und der Ofen tut seine Schuldigkeit nach wie vor. Ich habe jetzt in der letzten 3 Stunden, habe ich jetzt 2-mal nachgelegt. Und es ist einfach eine angenehme Temperatur, der Boden trocknet jetzt so langsam. Und man kann es hier im Zelt aushalten. Der Schnee ist außen am Zelt abgeschmolzen. Der Stoff innen ist trocken. Und das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist die Schneelast, die jetzt außenrum noch am Boden entlang geht, dass die das Zelt doch ziemlich reindrückt und viel Platz verloren geht. Also von daher sollte ich doch im Schnee die zusätzliche Abspannung außenrum einfach nochmal platzieren und verankern. Aber das Setup hier mit Eltfell und Tipi Größe 7 passt wunderbar mit der kuscheligen Temperatur hier rein. Und damit möchte ich es aber schließen. Also kann euch nur anraten, der Ofen vielleicht, gerade wenn ihr im Winter bei solchen richtig tiefen Temperaturen unter 0 unterwegs sein wollt, die haben wir in Deutschland relativ selten, aber wenn ihr jetzt nach Lappland geht, da habt ihr auch mal minus 20, minus 30. Wir waren dann schon bei minus 45 Grad dort unterwegs. Da will man es dann doch etwas wärmer im Zelt haben. Und dann ist ein Ofen mit dieser Leistungsklasse sehr gut geeignet. Ihr habt gesehen, was für dicke Mockel ich da reinkriege. Ich brauche kein kleines, aufgespaltenes Holz. Ich kann richtig das Kaminholz reinfeuern und der Ofen geht ab. Ja, von daher wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. Euer Ralf von Jotteland. Bis dann. Ciao.